Ja, dann haben wir die nächste Aufnahme. Ja, willkommen. Justin auf, ist auch wieder am Start. Servus. Gute. Güte. Wir sind gerade auf dem Weg nach Berlin. Die nächste Motoröllieferung oder wieder mal eine Motoröllieferung abzuchecken. Und ja. Was vergessen eigentlich nicht? Wie immer könnt ihr bei mir im Kanal der Auftragsstatus gerne mal die Kanalpunkte einlösen. Dann wisst ihr, wohin ich fahre. Von wo bis wo. Und wenn ihr mit auf dem Server bei uns mitfahren wollt, gerne. Marcel, moin moin, mein Lieber. Schön, dass du da bist. So. Also, kommen wir mal zu einem ganz tollen Thema. Und zwar werden wir ist im April Folgendes erstmal geplant. Oder was die Besorgung betreffen. Und zwar will ich den Flugsimulator da erstmal ein bisschen weitermachen. Deswegen wird es dann auch ein bisschen in den Streams ein paar Hinweise geben. Wenn wir dann das so haben. Nur ein paar. Aber nur ein paar, genau, das stimmt. Ja, Darauf und sich nicht zu viel. du bist ne, also, Justin hat auch so wieder so ein typisches, kein typisches, ein gutes Timing. Ja, man muss ja spannend machen. Ja, vor allem wenn es um dem Ja-Ja geht, ne? Und was sage ich dann? Ja. Dicke, das war auch eine geile Aktion, ey. Ganz zufällig, ey. Ja, und das sagt nicht da, ja. Naja. Ja, genau, psch, vor allem. Nein. Also es gibt da noch ein paar Sachen, die für das Streaming-PC ein bisschen wichtiger ist als mit dem Flusi, aber gerade diese Festplatte da, das ist echt eine. Und ich gucke schon wirklich nach Angeboten, ne? Oh, da fährt ein ICE. Wo ist Dorian Rail? Das habe ich extra für ihn meinen ICE da und da ist er nicht da. Sacrebleu. Ja. Also wie gesagt, das sind halt so. Alles ist ja auch schon was Schönes. Ach. Kennt ihr noch Honotruf 112 von Aerosoft, was da rausgekommen ist? Ja. Ach, das war ein geiles Spiel, ey. Ich zock's immer noch Bin gern. ich jetzt nicht so. Also, ich zock's immer noch gern. Schmutz. Wenn der ganze Zug rausfährt. Schmutz. Ja, du bist auch so Schmutz, Schmutz, ne? Ist das so, das Spiel ist Schmutz. Leg dich der Pizzo halt an. Den Film haben wir gestern geguckt. Lass knacken. Nur Zeit. Ja. Meine Meinung. Schmutz. Vor allem mit dem, dass er Friseur wird. Ah, mit Sputtel. Ach du liebe Güte. Gute Laune am Sonntag, aber passt ja. Ja, nee, aber was ich eigentlich damit jetzt erstmal auf den Punkt kommen will, ist einfach, ich hoffe, dass ich im April, dass er dann fertig ist. Weil ich muss auch gucken, wie ich das hier mit den ganzen Kabelsalat dann quasi mache, ey. Sonntags nochmal ein bisschen Hubschrauber zu fliegen, zu düsen. Ist auch nicht schlecht, ja. Also ich glaube nicht, dass der da vorne 60, 50 fährt, ne? Nee, der fährt 150. Naja, dumm ja. Dumm ja. Aber warum hier 50, wenn du auch 60 fahre, kenn ich, ne? Ja, also.
schickt der uns jetzt lang, ey. Ach nö, ehrlich jetzt. Ab über die Landstraße da. Naja. Wie sagt man so schön, wenn es da die schöne Landstraße ist mit dem geil, mit der Frittenbude, dann auf jeden Fall, ja. Dann soll es halt so sein. Oh, dieser Sonnenuntergang. Dann ist es halt so. Wenn es so. Ziehen wir mal da rein. So. Scheiße, jetzt habe ich das überschrieben. Sollte ich gar nicht. Geil. Ja, wenn wir schon sagen, wenn du schon da bist, wegen morgen Omsi, morgen früh, hast du da Zeit oder ist es schwer? Sag mir eine Uhrzeit. Acht Uhr? Ja, muss ich mir den Wecker stellen. Weil um 5:30 steht meine Freundin auf. Ich bringe sie danach zum Bahnhof, dann hole ich mir noch beim Bäcker mal frische Brötchen noch und dann geht's auch schon los. Weil wie gesagt, ich fahr dann um 14 Uhr, bin ich schon aus dem Haus, da können wir schon ein paar Folgen aufnehmen, ne? Ja. Um mal ein bisschen wieder Präsenz zu zeigen, ey, dass wir auch noch leben. Ja. Präsenz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir leben, ey. Dann hörst du von dem Betrieb fast gar nichts, ne, dass er nichts macht und dann so paar Wochen später, ey, was geht denn da ab, ey? Da kriegst du ja wieder häufiger Videos zu sehen von denen, ey, yo, was geht ab, ey? Auch so ekelhaft in GTA hängen geblieben. Das war auch bodenlos. glaube ich dir. Ja, es ist ein schönes Projekt. Es ist auch nicht geil. Wenn man Spaß daran hat, also quasi, na, hier für die Flugsimulation da, ich weiß, das ist wieder so ein Thema, aber hier rechts, ne, wenn da die zwei Bildschirme stehen, da steht dann der Hauptbildschirm, wo ich dann drüber fliegen kann. Ich habe hier mein Equipment hier stehen. Oder es geht über dieses Rig. Weißt du, das ist so. Ich habe eine Vorstellung und das möchte ich umsetzen, aber dafür passen. Ne? Also es soll so richtig. Yeah. 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 So ein Buff-Moment einfach sein. Ja. Einfach so ein richtig schöner Buff-Moment, ey. Also ich finde auch, was ich mitbekommen habe, dass der Sprechfunk zwischen Rettungshubschrauber, Leitstelle und dem Flugverkehr, dass das sich auch schon geändert hat, ne? Und das ist ja mega. Also allein nur das zu lernen, ne? Wie gesagt, allein das zu lernen, wenn da die Aufrufe oder ich dann Aufruf mache und es klappt, herrlich einfach, einfach herrlich. Das ist so wie mit diesem Sim-Racing, ne? Also, dass du fährst dann morgens deine LFM, du weißt, was du kannst, du weißt, wo du bist. Du hast dann einfach dieses... Boah, Leute, heute zeige ich euch mal, was ich gelernt habe, ey. Und bupp, bist du wieder eine Sekunde schneller. Oder dann einfach dieses da... Ja. Der hat dazu gelernt. Ja, der Bartolo hat gelernt. Oh, war ja, oh, war ja. Alle waren Deckung. Ach, es ist doch einfach noch schön, ey. Ach, nö. Sch-
Scheiß OBS. Nur 99999. Es hat die Verbindung verloren, ey, Mann. Stark. Wiederholungspuffer mal kurz starten, zack. Ach, jetzt halt doch die Schnauze, Junge, das gibt's doch nicht. Ach nein. Das darf ich auch. Das habe ich wirklich nicht gehabt, ey. Hoppla. Mann, Mann, Mann. Ja, entschuldigt die Unterbrechung kurz, aber ich hoffe, wir sind wieder da. Ja, das Ding läuft wieder. Tut mal, aber die haben was gemeint, mir gerade mein da was wegzubrechen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Den Sprechpunktverhalten da, von dem Rettungshubschrauber, auch wegen dem Willen, viel zu lernen. Ah, das ist einfach das Tolle daran. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber deswegen hoffe ich ja, dass ich ja noch mit so einem Alarmsystem, was ich dann dabei habe, wenn da so ein Einsatz reinkommt, dass es auch so seitlich mal in den Stream einfach aufploppt. Zack, da kommt was rein, gutes. Aber das ist auch wieder so ein Langzeitprojekt. Aber es passt schon. Das passt schon. So, was haben wir noch? Ach ja, 226, das passt. Aber ich habe auch letztens bei LS, habe ich mir echt einen Fehler erlaubt, ey. Ich habe, wo ich mir dieses, alles klar, Johannes, wo ich mir dieses Rezept für die Futtermischration, erstellt habe. Und die habe ich die, wie nennt man das, der Verbrauch habe ich mir total falsch eingestellt, ey. Echt? Ja. Die sind dann direkt gestorben. Oh. Ja. Oh. Ihr Wert habe ich falsch eingegeben, ja. Das ist hart. Ja. Das ist so, als würdest du einen Löffel nehmen und dann bist du weg. Aber was wirklich? Ja. Was Alter. Für ein Teil. Naja. Gut, dass ich halt noch ein Backup gemacht habe. Aber es war interessant. Es war sehr interessant, muss ich sagen. So, Berlin, da sind wir. Berlin, wir fahren nach Berlin. Zwar wieder im Dunkeln, aber aber ja. Oh, Digga, was wird das denn jetzt? Hast du das mitgekriegt, dass Quisley, der den Ruhr-Solaris gebaut hat, ja, an einem neuen an einem Spiel sitzt, was aufgebaut ist wie Omsi? Nö. Ich bin bei dem auf dem Discord. Ja. Und der hat angefangen, wie hat er es damals geschrieben in einem langen Text, Omsi 3 zu entwickeln. Ach du liebe Güte. Was? Und der baut das tatsächlich wirklich so auf wie Omsi. Oh wow. So,
der hat schon erste Videos und Bilder aus seinem Discord geballert. Mhm. Das ist richtig geil, was der da macht. Nice. Also, da bin ich mal echt gespannt, wie das wird. Also, er hat da auch jetzt in dem Video Grundorf reingepackt. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, jetzt auch wieder gut gescheppert. Also, es hört sich auf jeden Fall gut an, ey. Also, ich hoffe nicht, dass es so wie bei Lotus Simulator wird, dass da nichts weiterkommt, ey. Weil das ist... Das glaube ich nicht. Ich glaube, Crazy D, der ist da. Also, dann wird er sich nicht die Mühe machen, sag ich dir ehrlich. Naja, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Also, gerade ja, was... Lotus ist ja auch tot. Ja, da kommt auch gar nichts mehr, also... Ein Straßenbahn-Simulator, der wirklich gut ist und dann einfach hingeschmissen. Wieder aufgehört. Ja. Wie sie es mit OMSI gemacht haben. Angefangen und dann einfach in eine Tonne getreten. Ich dachte, OMSI 2 wäre schon fertig entwickelt. Oder war schon fertig entwickelt, wie auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Die hatten doch damals vor, das auf 64-Bit umzuschreiben. Ach so. Ja, stimmt, das. Aber auch. Das haben sie ja nicht gemacht. Na gut, das ist auch wieder eine Sache. Und die wollten ja damals auch irgendwie OMSI 3 bringen. Haben sie auch nicht gemacht, weil sie sich ja da alle in die Köpfe gekriegt haben. Da haben sie sich ja lieber zerfetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Leider ja. Da meinten sie ja lieber, sie müssen sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Um getrennte Wege zu gehen, und dann hat ja der Marcel angefangen, da Lotus zu machen. Mhm. Aber dann meinte er halt auch wieder, nee, keine Lust mehr, ich höre wieder auf. Total dumm. Also, der fängt alles an, aber macht es nie zu Ende. Das ist halt auch immer so ein Ding. Ja, da kenne ich mich auch. Da kenne ich mich auch selber. Frischer Tat als habt. Ja, das Ding ist aber, du verdienst damit kein Geld. Also. Das würde ich ja gerne mit. Nicht, das würde ich nicht ja. So wie der. Ja, das würde ich ja gerne mit dem Kanal, ne? Aber wie gesagt. der von dir hier. Nein. Ja, aber das ist. Ich meine. Du entwickelst ja kein Spiel und willst damit dein Geld verdienen, weißt du? Also. Was soll ich meine? Also. Das machst du ja nicht. Wenn du. Ja, ich kann das jetzt noch nicht ansprechen. Leider nicht. Noch nicht. Also, das ist ja halt. Also. Er fängt irgendwas an und macht es nicht zu Ende. Ja, das... So, ne, guck dir Lotus an, was das für eine bodenlose Abzocke ist, das Spiel. Obwohl es voll das Potenzial hatte, ne, mit den Straßenbahnen. Natürlich hatte das ein Potenzial. Das streite ich ja gar nicht ab, aber... Da was bringt dir das, so ein Potenzial zu haben, wenn der, der es entwickelt... es wieder aufgegeben hat, so weißt ja. Du? Ja, so, klar. Bringt dir ja das Potenzial ja nichts. Vielleicht gibt's ja irgendjemand noch, der Karten baut oder auf darauf basiert. Also Hardycore Media habe ich jetzt letztens gesehen, die machen Hamburg. Dafür. Straßenbahn. U-Bahn oder Straßenbahn? Komplett. Also ich glaube auch mit Bussen und so. Media. Ja, für Lotus. Ah ne, für The Bus machen die das. Ah, oh, nein. Da bringen sie Hamburg. Ja, da gibt's auch schon die ersten Bilder von. Oh je, yeah. Für The Bus. Ey, weiß nicht, also. Momentan. Ja, ich weiß nicht. Also ich arbeite und was ich so sagen kann, Ark Survival, ihr kennt ja das.
Das Game, ne? Da arbeite ich momentan gerade an einer Basis, wo ich dann vielleicht noch mit ein paar mehr Spieler freitags mal zocken will. Weil die ihre Master-Version, ich weiß nicht, ja, das ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, da tobe ich mich momentan ein bisschen kreativ aus. Wenn ich einfach mal sage, ich will mal nicht zocken oder so, oder ich will nicht streamen, sondern stehe morgens auf. Ich zock dann einfach hier mein Arc, baue weiter und gut ist. Aber so, ja. Ach ja. Also, wenn er Lotus und Omsi vergleichst, Omsi hätte ja eigentlich auch noch ein Potenzial gehabt für den dritten Teil. Das ist es nicht. Du hättest auch aus Omsi 2 noch eine Menge machen können. Verkauf Omsi an Polen und dann siehst du hier wie bei ATS, wie sie es weitermachen. So muss es gehen. Das ist ein Spiel, das ist Unterstützung hier. Die gehen mit der Zeit. Ja, ich sag dir ehrlich, wenn wir diese ganzen Entwickler nicht hätten, die Addons bauen, dann wäre Omsi auch schon tot. Ach. Also dann wird da gar nichts mehr kommen. Das bin ich hier ganz Oh. ehrlich. Herrschaftszeit. Ich wurde gerade vom Kumpel überwältigt, ey. Hat mir gerade noch was geschickt, muss gucke ich mal gleich an. So. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wenn die das so machen würden wie hier bei ATS, ne? Also wird das am Laufen, das ist echt. Es ist ein Traum, wie gesagt. Kloppt. Da sollten sich ein paar Leute zusammenklöppeln. Nimm von mir aus einen fetten Kredit auf, aber wenn die das so weitermachen wie da, ey, das wäre wie eine Bombe einzuschlagen. Wer hätte gedacht, dass ATS 2 oder STS sich so weit entwickeln würde, ey? Ja, da hat keiner drüber nachgedacht. Ja, eben. Also, Das ist vor ja. allem, wenn du mal drüber nachdenkst, dass ETS, fand ich jetzt eine Zeit lang auch übelst tot war. Also, ne, so, also, ist aus ETS wieder eine Menge geworden. Ja, ich meine. Es gibt einmal noch ein paar Punkte, wo sie sich ja auch noch verbessern müssten. Aber zumindest sind wir immer gleich da. Mein Gott, Walter, ey. Die Woche, er wird wieder aus von einem Problem zum Elefanten gemacht, ey. Aus einer Mücke, ey. Ich fass es nicht, ey. Gerade jetzt im Moment, wo er mich ausschreibt, wo man mich ausschreiben muss, wenn ich hier gerade was am Machen bin. Mann, ey. Das ist auch so ein Punkt, wo ich, was ich auch nicht ganz verstehe. Alter, ich bin sofort wieder da. Jupp, an der Stelle, wie gesagt, sind wir jetzt auch gerade gut angekommen. Oh, der lässt mich durch, das ist schön. Gerade mal. Das Ganze noch schnell da mal eingepackt bekommen. So. Ach, einmal im Kreis und hinten rein. Oh, schön.
Aber wie gesagt, Freunde, nicht, dass es, dass ich jetzt sage, dass ich heute keinen Bock habe auf ACC, aber es tut auch mal gut, mal ein bisschen wieder was anderes zu fahren. Für die Seele zumindest mal. So, da bin ich wieder. Hebe. Klein macht's noch Batsch und ich nehme noch die Wand mit. So, ihr Lieben. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und danke, Justin, fürs Dabeisein. Mein Ding. Ciao, ciao. Oder?